Damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Resident Evil Revelations. Und wir sind hier im Casino. Ganz langsam, ganz leise. Hier ist was, das können wir glaube ich abschießen, oder? Können wir das abschießen? Warte mal, dann muss ich ein bisschen besser zielen. Ja. Ne, das können wir glaube ich nehmen, oder? Der Strom ist ausgefallen. Wie kann man das hier nehmen? Man kann ja nicht hochsteigen. Was ist das? Bericht der Casino, des Casino-Angestellten. Ich habe endlich entdeckt, wie man das Sicherheitssystem des VIP-Raums überbrücken kann. Der Raum ist für Bonzen reserviert, deshalb wollte ich mal nachsehen, was da drinnen vorgeht. Es ist so einfach. Man muss nur das Casino-Mädchen an der Tür mit genug Münzen versorgen und schon sind alle Sicherheitsvorkehrungen ausgeschaltet. Entscheidend ist das richtige Gewicht. 107 Gramm, ein kleiner Preis für den Eintritt zum VIP-Raum. 107 Gramm, okay. Ist auf jeden Fall alles dunkel hier. Wow. Man muss jetzt so richtig vorsichtig sein hier. Krass. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, Heilkraut. Das nehmen wir mit. Sehr gut. Hier sind Fische drin. Oh, Fische, oh wie schön. Naja, okay, weiter geht's. Wir müssen da hoch. Ah, das ist glaube ich der VIP-Raum. Und hier ist ein Hebel. Mit diesem Schalter kann ich ihn schon im Casino wieder anstellen. Dann machen wir die doch mal an. Sehr gut. So, Casinos wieder an. Das ist ein Luxusschiff. Da gibt es sogar Casinos. Und hier ist eine Münze reingefallen. Die hätte ich aber gerne. So, Taste drücken, ja. Verdammt! Mist, es ist infiziert. Pass auf! Wow. Die waren auf dem Video. Ein Geschenk von unserem Freund mit der Gasmaske? Scheiße, was für Fische sind denn das? Oh Gott. Ich sterbe aber ziemlich schnell. Endlich ist es etwas ruhiger. So, wo kann ich jetzt hier? Da, ich sehe da was. Hä? Wo? Wo ist denn das? Wo ist die Münze jetzt hingefallen? Ah, da. Hm, okay, es hat einer von den Fischen verschluckt. Münze aufgenommen, sehr gut. So, jetzt müssen wir, glaube ich, da hoch. Und müssen die Münze da reinwerfen, wahrscheinlich. Einmal. Was? Ah, du willst noch eine Münze? Ah, ich verstehe nicht, wie das gemeint ist. Ich habe doch hier eine Goldmünze genommen, oder? Oder wie geht denn das? Wie funktioniert das? Ah, hier sieht man auch. Nee, aber ich habe hier eine Goldmünze, das weiß ich. Geht aber nicht auf, hä? Okay, müssen wir vielleicht ein Casino spielen oder so? Ich habe keine Ahnung. Oder fehlt hier irgendwas? Was ist denn das? Munitionskiste, Pistole aufgenommen. Okay, was? Oh. Kriege ich damit mehr Münzen? Sowas hätte ich gern zu Hause. Münze eingeworfen. Ich bekomme eine Münze zurück. Nein, ich muss echt spielen. Okay, nochmal probieren. Kann doch nicht sein.
Ja, geht doch. Ein Haufen Münzen aufgenommen. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir, wie viel waren das? Moment, schauen wir mal. 107 Gramm. Okay. Müssen wir genau auf die Zahl achten. So. Zack, 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 zack. Nee, da können wir nur. Dann gehen wir mal auf Silber. Das ist schon zu viel. Ah, fast richtig. Nee, ne, warte mal. Da gehen wir eine Silber, zwei Silber zurück. Nehmen den goldenen. Ein Silber zurück und nehmen den silbernen. Nee, warte mal. Ah, Mist. Müssen wir mit dem silbernen zurück. 107. Das ist schwerer als gedacht. Warte mal. Wir haben hier 108. 112. Vielleicht doch mit dem goldenen. Zack, zack, zack. Ja. 107. Genau. Tada. Hat sich geöffnet. Man muss einfach ein bisschen ausprobieren mit den Münzen und dann geht es auch. So. Wir gehen jetzt da rein. Und weiter geht's. Oh, jetzt Munition, aber die nehme ich mit. Die will ich mitnehmen. Und wie viel Munition? Wieso liegt hier so viel Munition? Ich ahne es. Es wird ein großer Kampf geben. Okay. Hier weiter runter. Okay, okay. Hier wird's. Was sind das? Die. So, hier ist auch noch sowas. Und hier müssen wir hoch. Okay, auf geht's, zack, zack, zack. So. Jetzt sind wir oben und weiter geht's. Was ist das? Ach, eben dachte ich schon, ey, das ist ein Auge. Boah. So. Ah ne, jetzt sind wir wieder hier, wo das Wasser abgestellt worden ist, oder? So, dann gehen wir einmal runter. Hier ist der Lift. Hoffentlich funktioniert er noch. Ich ahne schon, es werden auf jeden Fall viele Monster kommen. Keine Reaktion. Ah, Mist. Der Schlüssel ist weg. Ich werde ihn suchen. Okay, ich sehe hier nach, ob er irgendwo liegt. Funk durch, wenn du ihn hast. Aufzugschlüssel suchen. Okay, okay, ich ahne es. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Wir haben wieder eine Munitionskiste Pistole aufgenommen. So. Und hier geht's dann weiter. So. Es wird auf jeden Fall ein bisschen krass werden. Bewegt sich nicht, scheint eine Art Schließmesser mit einem Mechanismus zu sein. Und das, oh nein, jetzt müssen wir wieder verbinden. Und das wird ein großes Problem für uns. Was ist das jetzt? Wir müssen das hier hin, das da dahin, das da dahin. Ja, einfach als gedacht. Und hier dran, zack. Nur das Problem ist, wo fahren wir jetzt hin? So. Das ist auf jeden Fall ein bisschen wackelig gerade. So, wir warten ganz kurz, bis es aufgehört hat zu lecken, weil... Sagte Raymond nicht, seine Partnerin wäre im Kielraum? Das heißt, Rachel oder sonst wer hat den Schlüssel. Wir müssen sie nur finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Ja, hoffentlich war sie es nicht. Und es ist sehr dunkel. Okay, okay.
Holy shit. Funktioniert nicht. Okay, okay. Hier ist Blut. Bisschen Blut. Krass, ey. Zum Teufel, oh ne, ist wieder so ein Typ. Er ist auf jeden Fall down. Sehr einfach gemacht. Sehr gut. Das sind auf jeden Fall ein paar Gegner. So. Hier ist nichts mehr. So, was haben wir hier? Hier sind ein paar Schließfächer. Die können wir noch untersuchen. Hier ist nichts. Und hier ist ein Heilkraut. Können wir aber nicht gebrauchen, wenn wir voll sind. Holy shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Wir sind auf jeden Fall One-Shot. Das ist sehr gut. Was ist das hier? Funktioniert nicht. Oh ne, sag bloß die Leiche. Achso, das war im ersten Kapitel. Oh Jesus, das ist halt die große Frage, was jetzt passieren wird. So, das ist zwar, glaube ich, in dem Raum hier. Genau. So. Genau diese Leiche, oder? Oder was hier auf dem Boden? Ich weiß es nicht. So, hier geht's weiter runter. Und ich höre nichts. Ich höre überhaupt nichts. Richtig krass. Wow. Okay, okay, hier gehen wir nicht lang, hier gehen wir nicht lang. Gehen wir lieber hier lang. Der ist unten kaputt. Gehen wir da hoch. So. Hier gehen wir entlang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist nicht down. Aber jetzt ist er down. Oder? Nein. Jetzt ist er down, jawohl. Oh, das ist sehr krass. Sehr, 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 sehr krass. Hier ist nichts mehr. Und hier geht's weiter. Ach, das. Nee, das war im zweiten Kapitel, so wie ich weiß, war das gewesen. Und hier waren so einige Gegner. Genau, wo ich einfach geflüchtet bin. Hier bei dieser Toilette zum Beispiel. Er ist down. Am besten nachladen. So. Hier tun wir auch mal nachladen. So, und hier geht's weiter. Sehr gut. Oh, hier war ist ein bisschen Munition und so. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Handgranate, wo geht's hier weiter? Ach, das ist so. Was sind das? Krass, eine MP5. Sehr gut. Können wir die MP5 noch ausrüsten? Super, Feuerrate. Wir erhalten Feuerrate 2 und großes Magazin.
Stoppen 1. Sehr gut. Ich würde gern die hier noch ausrüsten. Da können wir großes Magazin da reinmachen. Schaden. Und was macht Stoppen? Erhöht es die Mannstoppwirkung um 100%. Sehr gut. Okay, dann machen wir einfach mal auf. Okay. Dann auf zurück. Dann tun wir das hier noch. Das hier noch verstärken. Ah ne, okay. Wir bleiben dann lieber bei der Feuerrate. Nein. Bei der Feuerrate 2. Und dann war es das auch schon wieder. Habe ich das jetzt abgespeichert? Ich weiß es jetzt gar nicht. Müsste, oder? Genau. So, jetzt geht's rund hier. Jetzt mache ich euch platt, ihr Viecher. Was zum Teufel? Okay, okay. So, Munition. Handgranate. Und dann ist hier einfach nichts mehr. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Und hier geht's dann runter. Okay, es war hier. Wo ist nur die Leiche? Naja, okay, das war's mit diesem Part. Ich bedanke mich für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Dumm.